Die gute Hexe. Es war einmal in einem Dorf, in dem lebte ein Spielzeugmacher namens Henders mit seiner Frau und seinem Sohn. Henders wachte früh am Morgen auf, sammelte Lehm und machte Spielzeug aller Art. Löwen, Pferde, Karren, Könige, Engel und Prinzessinnen ließ sie in seiner Werkstatt trocknen und malte sie an und brachte sie bereits fertig in die umliegenden Dörfer zum Verkaufen. Seine Frau machte ihm jeden Tag Frühstück und Mittagessen. Henders mochte Essen sehr gern, denn seine Frau kochte köstlich. So ging er jeden Tag in 4 verschiedene Dörfer, um sein Spielzeug zu verkaufen. Dein Essen ist fertig. Das riecht so gut, dass ich alles jetzt gleich aufessen möchte. Wirklich, du musst die beste Köchin der Welt sein. Geh jetzt oder du kommst zu spät. Ja, ich muss jetzt wirklich los. Bis heute Abend. Tschüss, Vater. Tschüss und viel Spaß in der Schule. Henders musste oft einen Wald durchqueren. Er saß gern im Wald unter schattenspendenden Bäumen und aß zu Mittag zwischen zwitschernden Vögeln und beim glucksenden Fluss. Es war für ihn wie ein tägliches kleines Picknick. Eines Tages, als er beim Essen saß, kam eine Hexe vorbei. Was riecht hier so köstlich? Riecht das nach gutem Essen? Es riecht so gut. Wie muss es erst schmecken? Ich muss es probieren. Am nächsten Tag wartete die Hexe daher auf Henders und sobald sie ihn in der Ferne kommen sah, verwandelte sie sich in ein junges Mädchen, legte sich unter einen Baum und tat, als ob sie schliefe. Henders kam und sah sie. Was macht diese Frau hier mitten im tiefen Wald? Hallo, mein Herr. Wer bist du? Und warum liegst du hier mitten im Wald? Mein Name ist Donna. Ich komme aus einem Nachbardorf. Ich bin unterwegs auf der Suche nach Arbeit. Aber ich habe mich verlaufen. Wissen Sie, wo das Dorf Riverdale liegt? Klar, das ist mein Dorf. Wolltest du bei jemandem Bestimmtes arbeiten? Nein, ich brauche nur Arbeit. Ich kann mich um Vieh kümmern, auf den Feldern helfen, das Haus putzen. Das Einzige, was ich nicht kann, ist kochen. Meine Frau könnte jemanden gebrauchen, der im Haus hilft. Würdest du denn in unserem Haus arbeiten? Sicher. Warum nicht? Dann komm mit mir. So brachte Henders die Dämonen in sein eigenes Haus. Seine Frau freute sich, jemanden zu haben, der ihr half. Die Hexe erwies sich als hervorragende Arbeiterin. Sie putzte das Haus, passte auf die Tiere auf und pflegte den Garten ganz wundervoll und wurde bald wie ein Mitglied der Henders-Familie. Sie liebte das Essen, das Henders Frau kochte. Frau Henders, Sie müssen die beste Köchin der Welt sein. Ha, das sage ich ihr auch immer. So etwas habe ich in all meinen 1000 Jahren im Wald noch nie gegessen. 1000 Jahre im Wald? Es tut mir leid, war nur ein Scherz. Eines Tages. Was ist los, Harry? Donna, schau dir das an. Mein Schläger ist kaputt. Wäre Vater hier, könnte er ihn reparieren. Gib ihn mir. Ich werde ihn ganz machen. Wie hast du das gemacht? Magie? Hexerei? Was? Ich mach nur einen Spaß, Harry. Henders Frau sah und hörte alles. Und sie bekam ein wenig Angst.
In dieser Nacht sprach sie mit Henders. Donner ist irgendwie unheimlich. Warum? Ist sie nicht sehr effizient? Ein bisschen zu effizient, finde ich. Ah, du siehst nur Gespenster. Donner, kannst du mir den Ball besorgen? Klar. Hast du das gesehen? Sie ist kein gewöhnlicher Mensch. Sie ist eine Hexe. Sie könnte für das Dorf gefährlich sein. Henders, Henders, komm raus! Was ist los, Nachbar? Henders, du musst sie wegschicken. Jetzt. Aber Vater, sie ist Teil der Familie. Sie ist unsere Freundin. Sie hat mir den Ball zurückgebracht und sie tut wirklich ganz viel für uns. Sie hat uns immer geholfen, Mutter. Sie ist eine Hexe und sie wird niemals eine Freundin sein, Harry. Wir müssen sie loswerden. Wir müssen sie loswerden. Die Dorfbewohner brachten Fackeln, um die Hexe zu verscheuchen. Aber plötzlich entzündete die Flamme einer der Fackeln das Haus eines Mannes und sein Sohn war darin gefangen. Vater, Hilfe! Mein Sohn! Schnell, holt Wasser! Vater! Du hast mein Kind gerettet. John, mein Sohn. Geht es dir gut? Sie hat mich gerettet, Mutter. Du hast meinen Sohn sicher aus dem Feuer geholt. Ich danke dir sehr. Siehst du, ich habe dir gesagt, Donna ist keine Feindin. Sie gehört zur Familie. Sie ist eine Freundin. Es tut uns leid, Donna. Es tut uns so leid. Wir sahen, wie du deine Magie nutztest und wir dachten, du schadest uns. Nein, es ist nicht eure Schuld. Ich bin diejenige, die euch angelogen hat. Ich habe nur gesehen, wie ihr Mann das köstliche Essen genoss und ich wollte das unbedingt selbst probieren. Deshalb habe ich diese Form angenommen und bin hierher gekommen. Ich hätte sie nicht belügen sollen. Tut mir leid. Sie sind eine wundervolle Köchin, Frau Henders. Aber jetzt denke ich, es ist Zeit. Geh nicht, Donna. Für mich zu gehen. Mein Platz ist im Wald, Harry. Aber du kannst mich besuchen kommen, wann immer du willst, okay? Denken Sie daran. Wenn Sie möchten, dass die Leute Ihnen vertrauen, müssen Sie selbst ehrlich sein. Und beurteilen Sie die Menschen danach, was sie tun und nicht, wie sie aussehen. Wenn sie freundlich sind, ist es egal, wie sie aussehen und woher sie kommen.